Boah, Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe mich mit Brexy verabredet, Leute. Wir wollen zusammen zum ersten Mal Fortnite spielen. Ich freue mich richtig. Das wird der beste Tag, den ich jemals hatte. Brexy ist da, Leute. Oh, Brexy, komm rein, mein bester Freund. Ich freue mich so, dass du da bist. Oh, cool, siehst du aus. Wollen wir zusammen Fortnite Cup spielen? Oh, aber... Ja, okay, komm. Ach, richtig cool, Leute. Das wird mega. Okay, ich will den Galaxy-Skin haben. Dann nehme ich den Bananenskin, Pili. Okay, Banana-Gang gegen Galaxy-Gang. Haha, ich werde sowas von gewinnen. Oh, 1 gegen 1, Leute. Mal schauen, wer gewinnt. Komm schon. Und ja! Oh Mann, du Blödmann, das ist Schummeln. Hör auf, das ist nicht Schummeln. Wenn du eine Revanche haben willst, dann sag's mir einfach. Ich bin besser als du. Komm, noch eine Revanche. Du denkst wirklich, du bist so groß wie ich, wa? Ja, ich bin auch größer. Das sieht doch jeder, dass ich größer bin als du. Natürlich. Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass ich größer bin als Brexy, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Und wenn Brexy recht hat, müsst ihr liken, Leute. Ich glaube an euch. Ich bin größer. Na schön, okay. Unsere letzte Fortnite-Runde. Und wenn du verlierst, Brexy, musst du einen Monat lang mehr Eis ausgeben, Edge. Oh, los, mach jetzt, starte. Und let's go, Leute. Oh, 90s und boom. Wieder gewonnen. Du Blödmann. Das ist mein Haus, Brexy. Was machst mir du doch egal. Du schummelst, das hast du davon. Ich und schummel diese gar blöde nicht. Tür kommt auch nein, weg. Nein, nicht die Supertür, aber... Mir ist das egal. Du bist ein Schummler. Nein, du hast mein ganzes Haus kaputt gemacht. Brexy, das ist nicht cool. Jetzt kann ich da nicht mehr drin wohnen wegen dir. Du bist gemein. Dann schummel nicht, du 1,70 Zwerg. Wie kann man denn schummeln in Fortnite? Das geht gar nicht, du Blödkopf. Geh mal lieber dich messen, du Doofkopf. Oh, Leute, der hat mein ganzes Haus kaputt gemacht. Alles nur, weil er verloren hat, Leute. Das kommt davon, weil er so klein ist. Och, Mann. Was soll ich denn jetzt machen? Leute, ich habe kein Zuhause mehr wegen dem Doofkopf. Ich glaube, ich muss in der Mülltonne schlafen. Och, Mann, oh, wenn mir doch nur jemand helfen könnte. Odi. Jimmy, warum quengelst du so? Ich quengel nicht. Guck dir mal mein Haus an, was Brexy gemacht hat. Was hat er denn gemacht? Brexy ist doch eigentlich lieb. Brexy ist zu mir gekommen. Wir haben Fortnite gespielt. Hat mein Haus kaputt gemacht. Einfach so. Ich will ihn nie wieder bei mir. Das ist aber gemein, Jimmy. Was soll ich jetzt machen, Odi? Lass mich überlegen, Jimmy. Entweder schlägst du es ihm zurück. Oder du baust einfach ein Brexy-sicheres Haus. Du meinst, das geht wirklich? Man kann ein Brexy-sicheres Haus bauen? Ja, klar. Zuerst musst du gucken, was Brexy hast. Und, dann baust du ein Haus, genau. Boah, richtig gute Idee. Danke dir, Odi. Dann habe ich nie wieder Probleme. Weißt du, was Brexy nicht mag? Ja, nicht, Jimmy. Obsidian. Du weißt schon. Weil Obsidian zerquetscht Bananen. Du hast recht. Oh, ich glaube, ich werde mir einfach ein neues Haus bauen. Und das alte werde ich vielleicht irgendwann mal reparieren. Aber dann habe ich ein Haus, wo niemals Brexy reinkommt. Richtig gute Idee. Danke dir, Odi. Du hast recht. Warte mal, Jimmy. Da hinten ist Brexy. Wenn du willst, kann ich dir helfen beim Observieren. Ja, observiere ihn. Genau. Ich werde auch ihn fragen und so. Boah, das wird richtig lustig. Warte, frag du zuerst. Ich lausche dann einfach. Okay. Oh, hi, Brexy! Oh, hi, Odi! Und hi, du blöder Schummler, ich hab dich genau gesehen. Ich wollte nur vorbeilaufen und zur Bushaltestelle gehen. Tschüss! Kurze Frage, Brexy. Ich mache ein Schulprojekt über meinen besten Freund. Okay. Und, ja, Informationen, genau. Erste Frage, Brexy. Was magst du auf keinsten Fall? Boah, ich kann Obsidian gar nicht ab. Oh, richtig Jimmy, gut, Leute. Jimmy. Ja. Hast du's gehört? Hab ich. Okay. Zweite Frage. Was magst du nicht außer Obsidian? Lava ist voll gefährlich. Lava und Obsidian, Leute. Lava und Obsidian.
Nächste Frage. Wenn du in eine Falle laufen würdest, von was würdest du angelockt werden? Boah, von Bananen und Diamanten. Okay, das war's schon, cool, Braxy. Kann ich mein Buch wieder haben? Ja klar, hier. Ich muss mal kurz mit Odi sprechen. Tschüss, Braxy. Warte, Jimmy. Was willst du? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Du hast mein ganzes Haus kaputt gemacht. Das ist das Fortnite-Buch. Hier stehen die Regeln drin, du Blödmann. Da steht bestimmt nur Quatsch drin, du Doofkopf. Jimmy, erster. Du bist blöd, das hast du geschrieben. Du Blödkopf, du wirst schon sehen, was... sag das nie wieder, du Doofkopf. Siehst du, Odi, der ist voll gemein zu mir, schon den ganzen Tag. Ihr habt Konflikte, Jimmy. Aber wie gesagt, wenn du nicht genervt werden willst, befolg alle 3 Punkte. Bau eine Falle, ein sicheres Braxy-Haus und zwar mit Lava und Obsidian. Oh, das kriege ich hin. Gut, Odi, ich lade dich dann später ein. Und den Doofkopf lade ich bestimmt nicht ein. Doch, den lade ich ein, damit er nämlich nie reinkommt. Haha, bis später, Jimmy. Odi. Viel Spaß. Oh, Leute, ihr habt Odi gehört und Braxy, wir haben auf jeden Fall einen Auftrag. Wir werden das sicherste Braxy-Haus bauen. Der wird da niemals reinkommen. Und wenn ihr mir dabei helfen wollt, Freunde, müsst ihr auf jeden Fall jetzt alle abonnieren, Freunde, denn verdammt verpasst ihr nie wieder was. Ich würde sagen, wir suchen uns mal kurz eine Stelle und dann fangen wir an zu bauen. Der Doofkopf war auf jeden Fall weg und dann wird er sehen, was er davon hat, wenn er mich die ganze Zeit prankt. Mein Haus sieht immer noch total doof aus. So ein Blödmann, ey, das wird ewig dauern, das wieder hinzukriegen, Mann. Leute, ihr seht, hier ist eine riesige Fläche und da ist so ein blödes Schaf. Was macht das Schaf auf meiner Fläche? Das ist meine Fläche. Und hier wird das sicherste Haus sein, damit dieser blöde Braxy nicht auf dumme Ideen kommt und nie reinkommt. Das wird nie wieder der Fall sein, Leute. Und ich muss jetzt nur den Hebel drücken. Dann bin ich im Kreativ und kann alles bauen, was ich will. 1, 2, 3. Wow, ich kann sogar fliegen, Leute. Wir haben mal keine Zeit dafür. Also, Odi meinte, ich brauche Obsidian, Leute. Hier ist Obsidian und jetzt werde ich mir auf jeden Fall hier so ein kleines Viereck bauen. Zack, zack, zack. So, wir brauchen ein schön großes, hohes Haus und dann machen wir das Ganze auf der Seite genauso. Und dann bauen wir das natürlich noch in die Höhe, Leute. Wir wollen ja, dass das Haus riesig aussieht. Und das muss sicher sein. Das heißt, wir werden verschiedene Schichten machen mit Lava, vielleicht Sand, Kakteen und vielleicht auch Stacheldraht, aber nur wenn ihr das wollt, Leute. Also, dann haben wir schon mal hier die Grundfläche. Dann gehen wir hier an die Seiten, bauen hier ein bisschen hoch, Leute. Zack. Und da kommen dann die ganzen Laser hin. Oh, ich habe euch ganz vergessen, Leute, dass ich auch Laser habe, Leute. Laser müssen auf jeden Fall auch hinkommen und das wird super cool aussehen. Hier hin. Dann gehen wir noch einen Block nach oben. Zack, wir müssen uns beeilen, Leute, nicht, dass Braxy uns hier sieht. Und dann sieht er, dass wir das sicherste Haus bauen. Dann ärgert er uns nur wieder. So, und jetzt will ich hier schön einmal die Linie bauen. So, dann haben wir schon mal das Gerüst von dem Haus, Leute. Das sieht eigentlich richtig gut aus. Und jetzt nur noch die andere Seite. Und dann sollte eigentlich auch schon das Haus fast fertig sein. Aber wir haben uns kurz verbaut, Leute. Wie bauen wir das Dach? Ich glaube, auf den Dach machen wir so ein kleines Aussichtspunkt. Genau, wir bauen so ein Aussichtspunkt und dann sehen wir direkt, wenn der böse Braxy kommt, weil da müssen wir nämlich die ganzen Sicherheitsmerkmale hier machen, Freunde, die müssen wir alle hochfahren. Und wir brauchen noch einen schönen Boden. Am besten machen wir Holz rein. Genau, so. Dann machen wir den Holzboden rein und außen machen wir Lava. Haha, der wird niemals hier reinkommen. Der wird auf jeden Fall sein Bros Wunder erfahren. Sehr schön, Leute. Oh, Leute, schaut euch mal das an. Das sieht schon richtig sicher aus. Mit den ganzen Lasern, den Obsidian. Und ich habe schon angefangen, so einen kleinen Graben zu machen. Und wisst ihr, was da reinkommt? Richtig, Braxys Erzfeind Lava in einem Lavaeimer. Und das wird jetzt hier reingefüllt. So, Leute, zack, das muss alles schön gleichmäßig sein. Ich muss nämlich hier so einen richtigen Lavasumpf machen, damit der niemals darüber gehen kann. Und dann müssen wir noch so Fallen bauen. Vielleicht so Käfige, wo da Bananen drin sind oder Diamanten. Weil ihr wisst, Freunde, Odi meinte, naja, dass Braxy das mag. Und dann können wir ihn so anlocken. Oh, die Lava breitet sich schon richtig gut hier aus, Leute. Das sieht richtig gut schon aus. Und innen drinne habe ich so ein bisschen mit Holzboden gearbeitet, weil das soll ja auch ein bisschen heimisch aussehen, wisst ihr? So, dann machen wir das einmal hier komplett überall rüber. Oh, ich glaube, hier muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bauen. Hier an der Seite noch. Zack, Leute, dann bauen wir hier einmal den Graben weiter.
Und hier weiter, zack. Und jetzt verbinden wir das Ganze und fertig, Leute. Ah, das muss wieder schöner aussehen. Oh nein, jetzt meine Lava weg. Ich muss Lava wieder suchen und Lava hernehmen. Genau, die packen wir jetzt überall hier rein, Freunde. Boah, das sieht echt schon richtig, richtig cool aus. Wenn doch nur Braxy das sehen könnte. Haha, wird er aber nicht, weil er das erst sieht, wenn alles fertig ist. Und dann wundert er sich, was das für ein Haus ist. Der wird nie, nie im Leben mich wieder ärgern wollen. Und wenn er da reinfällt, tut er sich weh, der Doofkopf. So, wir müssen das Ganze richtig schön auffüllen hier. Und schaut mal, das verbreitet sich richtig schnell. Ich werde jetzt einfach hier das überall hier reintun. Zack, jetzt soll das auf jeden Fall fertig sein. Okay, als nächsten Schritt müssen wir überall Stacheldraht hinmachen. Das geht einfach, Leute. Da müssen wir den einfach nur an den Seiten hier hinmachen. Und wenn dann Braxy auf eine doofe Idee kommt, machen wir das einfach hier überall hin. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mit der Farbe Gelb spielen. Weil wir wollen ja Braxy ärgern, Leute, weil er mein ganzes Haus vernichtet hat, der Doofkopf. So, dann einmal Stacheldraht hier einmal drumrum. Dann ist das auch schon ziemlich cool. Und fertig. Boah, das sieht schon echt gut aus, Leute. Okay. Ihr habt recht, Leute, Sand. Sand muss ich auf jeden Fall auch noch hinmachen, den kann ich eigentlich direkt daneben hinmachen. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier einmal komplett alles voller Sand und Kakteen gemacht habe. Weil die Kakteen kann man nämlich richtig hoch machen, bis zu 3 Dinger hoch. Und wenn man dagegen läuft, dann tut man sich weh. Und Braxy wird sich dann genauso wehtun. Und zack, so. Hier kommt auch noch eine Kaktee hin, zack. Und hier auch, so. So sieht das dann ungefähr aus, Leute. Das gefällt mir schon echt gut. Boah, Leute, schaut mal. Ich habe ein komplettes Dach. Und falls ihr euch fragt, was das für ein komischer Zaun ist, das ist ein Elektrozaun. Und wenn da nur einmal Braxy dagegen kommt, dann macht das und Braxy ist weg. So, wir machen das Ganze hier noch fertig, Leute. Und wir haben auch schon da drüben überall Kakteen gemacht. Weil Kakteen sind richtig gefährlich, Leute, mit dem Sand. Schaut mal, hier ist so eine Treppe und hier ist auch ein cooler PC mit Monitore. Und dann kann ich das immer überwachen, ob jemand sich annähert oder so. Das ist nämlich mein Sicherheitskommandozentrale. Und oh, wir haben vergessen, oh, die Laser fertig zu machen, Leute. Okay, dann... Oh, das war falsch, Mann. Der muss hier hin, zack. Da müssen wir den einmal hier hin machen. Und jetzt brauchen wir noch eine richtig sichere Tür. Und dann, wenn man hier rausgeht, ist man fast schon in der Lava drin, Leute. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mit Gold und Gelb arbeiten. Genau, so. Einmal Goldblöcke her damit. So, da würde ich sagen, machen wir die Inneneinrichtung richtig schön gelb. Damit Braxy davon angelockt wird und unbedingt reingehen will. Aber er kann ja nicht, haha. Weil das nämlich richtig sicher ist. Oh, das wird ihn richtig ärgern, glaube ich, Leute. Das wird richtig cool. So, wir bauen hier noch alles schön zu mit Gold. Zack. Und ich werde euch mal das Ganze von außen zeigen. Das sieht nämlich unnormal heftig aus. Schaut mal, Leute, an den Seiten haben wir überall Stacheldraht. Wir haben hier überall Kakteen. Dann nochmal eine Lavaschutzschicht. Und wir haben noch Laser. Und dann haben wir noch überall den Elektrozaun. Oh, da wird der nie, nie, nie im Leben durchkommen. Ich wisst ihr was, Leute? Ich werde Braxy einfach gleich einladen. Dafür, dass er nochmal eine Runde Fortnite mit mir spielen kann. Und ratet mal, wer dann wieder verlieren wird. Richtig, Braxy. Und dann wird er wieder richtig ausrasten wollen. Aber er wird ja gar nicht hier reinkommen können, weil ich nämlich hier mich in Sicherheit begebe. Edge. Okay, Leute. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen die Inneneinrichtung machen. Lass uns mal kurz reingehen. Und dann schauen wir, was wir hier noch alles machen können. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Bett ist wichtig. Und wir brauchen vielleicht noch mehr PC-Sachen. Wir brauchen Switches, Leute. Oh, Switches sind richtig wichtig. Aber ich werde hier so ein bisschen so meinen Goldblock machen. Und da werde ich die ganzen Switches drauf tun. So, dann muss man nur Switch hier eingeben. Dann kommt die hier rein. Und dann können wir überall Switches hin tun. Oh, das wird mega cool, Leute. Aber ich muss noch eine Switch nach außen hin machen, damit Braxy mit mir spielen kann und er dann mich verfolgen will. Und dann gibt's richtig Ärger, Leute. Am besten machen wir die hier hin, Leute. So. Und hier kommt ein Goldblock hin. Und dann spielen wir zusammen Switch, Leute. Fortnite. So. Das ist meine Seite. Das ist Braxys Seite. Und dann, wenn er verliert, renne ich ganz, ganz schnell
schnell da rein und dann bin ich sicher. Wir müssen aber nur eine kleine Treppe bauen, Leute. Am besten bauen wir die Treppe da vorne hin. Am besten hier, Leute. Genau so. Einmal zack hier rein. Und dann können wir direkt schon auch in unsere Base reingehen. Okay. Ha, Leute. Braxy müsste jeden Moment kommen, Leute. Ich habe ihn nämlich eingeladen und ich bin echt gespannt. Hey, Braxy, willst du dich entschuldigen bei mir? Ha? Ich will mich nicht entschuldigen. Ich werde dich jetzt fertig machen. Komm. Ha, besser ist, du entschuldigst dich mal Bier. Ich sag dir ehrlich, du warst voll gemein. Hast mein Haus kaputt gemacht. Na, schön. Pech, wenn du schummelst, ist mir doch egal, du bist Blödi. Eh verlieren. Los, wir machen 1 gegen 1. Nur die eine Runde. Okay, komm. Oh, 90s, 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 90s und pam! Haha, wieder gewonnen! Hedge! Oh, Leute, ich muss schnell in meinen Geheim. Ich mach jetzt alles kaputt von dir, du blöd. Oh, Leute, ich bin durch den Geheimgang hier hoch und schaut mal, wer da unten ist. Braxy! Hedge, Braxy, du kommst hier nicht rein! Ich komm hier durch! Aua! Nein! Das wirst du nicht schaffen, du Doofkopf! Das ist nämlich Braxy sicher! Na? Ich komm durchs Fenster rein! Au! Ich glaube. Oh, die Laser haben ihren Job erledigt. Hi, Braxy, wie geht's dir? Mir geht's gut. Nein, das ich brenne. Das schaffst du nicht. Du schaffst das niemals. Mann, na warte, du Blödmann. Wo ist er hin? Oh, ich muss von oben schauen, wo er ist. Leute, ich muss nach oben gehen, nach oben gehen, nach oben gehen. Es wird doch schon dunkel. Wo bist du? Ah, da läufst du ja. Ich komm jetzt einfach durch. Das schaffst du nicht, du Doofkopf. Entschuldige dich einfach bei mir. Los. Nein, die Laser. Ha, die Laser sind nämlich meine Superfähigkeit, Leute. Da kommst du nie im Leben durch. Braxy, es gibt eine einfache Möglichkeit, eine Lösung. Ich komme. Guck mal, du bist einfach da gefangen. Ich kann dich wieder rauslassen, aber nur, wenn du dich entschuldigst. Niemals. Lass mich sofort raus. Mann, der Doofkopf, Leute. Jetzt wird er da für immer wahrscheinlich drin sein. Oder er wird es weiter versuchen. Eins von beiden, ha. Bist du immer noch da drin, du Doofkopf? Ich bin immer noch da drin. Na, du kannst es weiter versuchen, da rauszukommen. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Wow! Was hast du da gemacht? Wow! Was hat Braxy da in der Hand? Nein, das wagst du nicht. Braxy, nein! Oh nein, er hat auch eine Fähigkeit, Leute. Nein! Du wolltest mein Haus in die Luft machen, du Doofkopf. Haha, hat nicht funktioniert. Oh, Leute, das Haus ist mega sicher, Leute. Ich sag euch ehrlich, das ist so, so cool. Mit eurer Hilfe haben wir das gebaut. Wir sind einfach die allerbesten. Haha, Braxy schafft das nicht mal, das Haus kaputt zu machen, der Doofkopf, Leute. Na, Braxy, willst du es nochmal versuchen mit deiner blöden Nerfgun? Du schaffst das eh nicht, du Doofkopf. Oh, ich gehe nach Hause. Das wird mir zu blöd hier. Entschuldige. Dich einfach, dann kannst du auch hier reinkommen. Okay, es tut mir nicht leid, du Blödi. Oh Mann, du bist doof. Freunde, warum ist Braxy so? Er sollte eigentlich nett sein. Ich dachte, dadurch, dass ich hier so ein sicheres Haus gemacht habe, wird Braxy nett. Aber irgendwie ist er nicht nett. Geronimo, einmal rüberspringen und zack, wo ist der Doofkopf hin? Braxy, wo bist du? Braxy! Du hast auf mein Haus. Mann. Das war knapp, Leute. Oha, oha, oha. Das Haus steht aber noch. Braxy, ich glaube, du wirst das niemals schaffen. Weißt du was? Ist nicht schlimm. Manchmal muss man eben den Kürzeren ziehen. Und dann ziehst du eben heute den Kürzeren. Entschuldige dich einfach. Und dann ist alles gut, Brax. Komm schon. Okay, es tut mir leid. Guck mal, hier sind sogar ganz viele gelbe Sonnenblumen. Extra für dich. Es tut mir leid. Ja, ich hab verstanden, Brax. Und du musst zugeben, dass ich besser bin in Fortnite als du. Es glaubt mir wirklich. Und das ist ganz, ganz gefährlich, Braxy. Und du musst mir helfen. Genau, wenn du mir nicht hilfst, dann bist du kein Freund mehr. Ja, ja. Hä? Wo ist sie hin? Weiß ich nicht. Was ist das hier unten? Das hatte ich hier gar nicht. Nein, geh da nicht runter. Nein, das ist das. Das ist bestimmt der Ort, an dem die Verwandlung stattgefunden hat. Ich gehe da nicht runter. Was hast du hier gebaut? Wieso ich dich? Wieso soll ich irgendwas bauen, Braxy? Ich habe gar nichts gemacht. Komm doch mal runter, du Dummkopf. Ich will aber nicht. Na schön, ich gehe vorsichtig runter, Leute. Ich traue mich nicht. Nein. Hast mich eingesperrt.
Lass mich raus! Bitte! Oh, nee, warte mal! Haha, wir haben sie eingesperrt! Richtig cool, Braxy! Oh, endlich! Jetzt können wir sie wieder normal machen und vielleicht können wir es auch schaffen, dass sie nie wieder mich ärgert. Mhm. Aber wieso habe ich hier unten ein Gefängnis? Ich lass dich erst raus, wenn du mir sagst, was Sache ist. Genau, Wir wollten nur den Schatz, den Timmy für uns versteckt hat. Das stimmt nicht, Braxy. Ah, die lügen. Braxy, du musst mir glauben. Du glaubst mir doch, oder? Er stottert. Hast du das? Nein, ich stotter gar nicht. Ich stotter nur, weil du einen komischen Fernseher auf deinem Kopf hast. Warte mal. Warum ist hier alles orange? Okay, heute warst du besser als ich. Yippie, Leute. Habt ihr gehört? Ich bin besser als Braxy. Ich bin besser als Braxy. In Fortnite natürlich. Aber Leute, Braxy ist auch mein bester Freund. Und ich glaube, er repariert mein Haus so oder so wieder. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und haut da rein. Euer Jimmy und schaut auf jeden Fall die anderen Videos an. Und meine Freunde, checkt die auch ab. Tschüss.